Guten Morgen Welt, hier bei Manulash und ich glaube, wir sind so bald schon am Ende von Beyond Two Souls angekommen. Und wir dürfen jetzt das Eindämmungsfeld von Nathan wieder aktivieren. Das hat er nämlich deaktiviert und ich glaube, wir machen uns einfach mal ran. Dämmungsfeld, keine Ahnung. Er hat's getan! Er hat's getan! Ja, wir sind gerade noch mal davon entkommen. Nett. Wir sind ja da kurz davor gekommen, unser Gedächtnis zu verlieren. Ich sehe gar nichts. Weg, scheiße. Moment. Mikro stell dich an. So. Oh. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Ja, du bist der Erste. Allen okay, wo sind wir hier angelangt? Ja, mit PCs kenne ich mich nicht aus, ich gehe mal da lang. Danger, da gehe ich gern hin. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Ey, was willst du machen? Beeilung! Die Zeit ist knapp! Ja, ich war doch da schon drin. Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Komm, ich nehme auch einen. Jody, nicht... Cole hat recht. Anders geht's nicht. Da hängt noch einer. Sehr gut. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Na, du bist ja nicht der Held des Spiels, das bin immer noch ich hier. Und so gingen die Helden nach unten. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Schöne Aussicht. Wolkig mit Aussicht auf den Tod. Was wünscht man sich mehr? Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Naja, die können uns ja sicherlich nicht weiter sehen, oder?
Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Ich geh schon. Dann los! Dem müssen wir doch helfen hier. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, nein, niemals. Ich lass dich nicht hier. Die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe, ne?
nur ein Vorwurf? Ja, der hat Knarre in der Hand, deswegen würde ich ihn jetzt nicht so angehen. Argumentieren. Die beiden erkennen dich wahrscheinlich gar nicht mehr wieder! Dein Zorn hat dich verändert! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Ich zerstöre jetzt diesen Kondensator! Und du hältst mich nicht davon ab! Es sei denn, du tötest mich! Wolle! Gewinnen oder sowas. Okay, ich höre Monster. Nein, ist ja glaube ich immer falsch. So, jetzt sind wir im Kern. Mal schauen, wo der Ausknopf ist. Wir schreiten voran und jetzt geht's los. Jetzt ist dann die Story auch gleich vorbei. Wenn wir jetzt hier den Ding zerstört haben, war es mal mit den Seelen. Ich hoffe, dass wir noch leben. Obwohl das Ding jetzt da gerade in die Luft gehen wird. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Wenn ich erstmal fertig gedrückt habe, wieder geht's ab. Dann los, weiter geht's. Niemals erfahren, du schon wieder.
Nee. Erinnerungen bleiben Erinnerungen. Die gebe ich mich nicht ab. Jetzt sind wir doch gleich da. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jodie, diesmal gibt's 30 Ärger! Victor! Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Ich will sie sehen! Meine Tochter! Meine Junge! Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling! Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Ich will meinen Sohn sehen. Jetzt hat das Ganze auch einen Sinn. Wie so oft am Ende eines Spiels. Aiden. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich hab dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Nein, geh nicht. Du warst doch gerade im Paradies. Bitte. Hä? Leben? Tod? Oder was? Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Mhm. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Ich will leben.
Aiden ist weg. Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden?